Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play James Camerons Avatar, das Spiel. Im letzten Part hatten wir so weit geschafft, dass wir, naja, zwei Anführer schon ausgeschaltet haben. Als zwei Anführer der Navi. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir es uns ein bisschen einfacher machen können mit dem Fliegen. Ob wir hier irgendwo durchkommen können. Wäre ja zumindest sehr wünschenswert, wenn das ginge. Also hier kommen wir zumindest runter. Ja doch, hier kann man ein bisschen tiefer fliegen. Da gucken wir mal, ob das denn geht. Okay, ja, das kennen wir ja noch alles. Kennen wir alles von damals. Und dann müssen wir hier weiter entlang fliegen. Diesen Weg. Und dann schauen wir doch mal, ob das hier gut geht. Also zumindest, ja, ist das sehr nützlich mit dieser Abkürzung. Ups. Ja, das sieht doch schon mal brauchbar aus. Ich komme da mal vorgeflogen, ne? Ich hoffe nicht, dass das... Ich hoffe, das stört nicht so sehr. So, kann man hier wenigstens noch Unruhe stiften, soweit? So, ich wollte ja nur mal gucken, ob das geht. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier... Geht das? Nee, ne? Schade, geht irgendwie nicht. Aber man kann sich mit denen nicht senken, das ist schade. Oder doch? Nee, geht irgendwie nicht so, wie ich mir das dachte. Na gut, da müssen wir das jetzt einfach mal anders machen. Landen. Und noch ein paar Dinge verschießen. Genau, und dann raus hier. Und dann wollen wir mal hier loslegen, oder? Ja, genau, das wollen wir. Ja, jetzt geht's aber heftig zur Sache. So, wie viel hältst du aus? Auch einiges. Das ist richtig. Na gut, dann müssen wir uns erstmal hier um die Umliegenden kümmern. Eine Heilung bräuchten wir auch. Achso, das ist noch nicht ready. Na komm, nicht treffen lassen hier. Nicht, bloß nicht. Hilfe, ausweichen. Wann ist... Gott, eh die Heilung. Oh Gott, nein. Hilfe. So, oh nein, die Heilung war doch gerade... Boah, das war ja jetzt wirklich richtig knapp. Aber irgendwie fehlt gerade die Musik, oder? Habt ihr auch das Gefühl, dass die Musik fehlt? Und was? Wie geht das? Wie ginge das jetzt so schnell? Also ich hab die doch eigentlich... Nein, falsche Waffe. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen durchsäbeln. Ja, durchsäbeln mit einer Schrotflinte. Boah, die sind ganz schön heftig, ja? Naja, gut. Es soll ja auch gegen Ende zugehen. Heilen. Erstmal schnell heilen. So. Ja, diese taktischen Spielereien hier. Ja, genau. 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 Versteck dich dahinter und triff noch schön. Jetzt kommen ja auch noch diese Wölfe hinzu. Ne? Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Rums. So. 4, 5, 6, 7. Ja, schön, aber ich sehe dich trotzdem. Und, na komm, ist noch nicht fertig? Schade. Noch nicht bereit? Alles klar. So, da müssen wir uns erstmal um diesen hier kümmern. Ja, komischerweise konnten die uns so angreifen, aber naja. Also die RDA, die konnte uns mit einem Helikopter angreifen, wie sie lustig sind, ja. Aber wir? Ja, wir dürfen zusehen. Warum eigentlich? Das ist unfair. Also ich meine, ja, man könnte ja argumentieren, es ist dann zu einfach, aber wenn das bei denen geht? Wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Wo ist der? Ach, da. Ah, es muss ja jetzt möglich sein hier. Leute, hört auf. Das ist unfair. So, hier bist du. Ey, es darf doch nicht möglich sein. Hier kommt die letzten Schuss. Ziel erreicht, geht doch. So, wenn ich jetzt abkratze, ist das eigentlich egal. Aber, nein. Na gut, da unser Heli hier noch steht, müssen wir mal hier wieder einsteigen. Schnellstmöglich zurückfliegen. Ja komm, flieg, 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 flieg. Keine Zeit verlieren. So. Hier zurück. Genau. Einfach hier schnell rüber.
Dann sollte das am schnellsten gehen. Kann ich hier noch ein bisschen höher? Ja, kann ich. Okay, dann müssen wir hier aber wieder ein bisschen tiefer fliegen. Ach so, falsche Taste. Aber es geht mit dem Fliegen. Es könnte schlimmer sein. Was? Hilfe! Schnell, 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 schnell. Ah, da haben wir ja einen Ersatzheli. Wenn mal was schief gehen sollte. So, aussteigen hier. Okay. So, da haben wir den letzten. Also, sprechen wir wieder. Gut getroffen, Ryder. Mein Club könnte Sie bei dieser letzten Offensive gut gebrauchen. Danke für das Angebot, aber ich bin jetzt Quaritch unterstellt. Sagen Sie Bescheid, wenn es langweilig wird. Okay, und nun? Jetzt müssen wir dort rüber. Zeigen Sie uns, wie es gemacht wird? Ja, natürlich. Kein Problem, können wir machen. Ich zeig das. Okay, jetzt muss ich aber darüber wieder fliegen. Ah, das muss ja jetzt endlich mal ein Ende haben hier. Streckt das bitte nicht zu sehr in die Länge, das Ende. Es wäre sonst nicht so schön. Obwohl, warte mal, ich kann doch da unten durch. Warum denn, ne? Warum will ich denn dann fliegen? Da kann ich ja nicht mal hinfliegen. Das käme dem Skorpion nicht so gut. Also, was haben wir denn hier zu sagen? So. Nein, hier. Gute Arbeit, Kleine. Und Sie sind Signalexpertin. Sie haben ein Talent fürs Metzeln. Okay, Sie sind für den Drachen freigegeben. Fliegen Sie zum Tantalus und halten Sie Falco auf, egal wie. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir größere Probleme als die Blauen haben, wenn Sie es vermasseln. Also, vermasseln Sie es nicht. Jawohl, Sir. Danke. Sie können sich auch noch später einschleimen, Soldat. Wenn der Drache auch nur einen Kratzer bekommt, machen Sie einen Monat lang Latrinendienst. Wegtreten. Na gut, also, Quaritch hat Ihnen befohlen, einen Drachen zu besteigen und nach Tantalus zu fliegen. Machen wir. Ach ja, diese Riesendinger waren das ja auch. Genau. Ja, die hatte ich doch ganz außer Acht gelassen, ja? Die hießen ja so, oder? Tantalus, das müsste jetzt aber eigentlich das letzte Gebiet sein. Also, ich denke, seine hohen Feuerrate und sein großes Magazin hervorragend geeignet, um Deckungsfeuer zu geben. Ja. Damit kann man aber auch wunderbar hervorstürmen. Nur mal so nebenbei gesagt. Das geht auch. Ah ja. Ja. Das sieht ja wirklich bald nach Ende aus. Oder? Ryder, Falco hat die Seiten gewechselt. Verdammt! Und wir haben ihn einfach durchgelassen. Beeilen Sie sich! Sie können die Vorhut noch erwischen. Alles klar. Also treffen Sie die Vorhut und schauen Sie, ob Sie helfen können. Okay. Wo muss ich denn hier lang? Hier lang irgendwo. Ich habe kein Fahrzeug dafür. Schade. Was könnte ich denn hier verwenden? Keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. Irgendwo muss doch hier jetzt der Weg lang führen. Ach so. Ach, natürlich. Wir brauchen natürlich das Riesenvieh hier. Zeit für den Groß. Ach so. Boah. Was ist das denn hier? Achso, da haben wir noch ein anderes Gewehr. Okay. So, dann gucken wir uns mal diesen Weg hier an. Ja, sieht gut aus, oder? Finde ich auch. Aber ist ja lustig, dass Falco die Seiten gewechselt hat. Das ist ganz verrückt. Ach, hier. Ja, wo weiter? Ich glaube hier rum. Ja, genau, da muss ich lang. Wo sollte ich denn auch sonst hin wollen? Alles geschützt, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Da kann man nicht meckern. So. Einfach hier mal hindurch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Achso, ich muss hier links rum. Ach, da muss ich hin. Okay, warum das jetzt auch immer festhing? Ich weiß es nicht. Na gut. So, landen. Ich muss hier nur landen, Leute. Das ist doch hoffentlich möglich. Okay, danke. Danke dafür. Ah, schön, dass wir mal geflogen sind. Hat ja auch was für sich, ne? So, wo müssen wir lang? Ne, da kann ich ja nicht zurück. Das ist Quatsch. Also hier lang.
Dann benutzen wir erstmal dieses, oder aktivieren wir das Teleport-Gelöt. Und was haben wir hier? Haben wir nichts zum Aufladen? Ich hätte gern noch was zum Aufladen gehabt. Weil so ohne irgendetwas ist es schade. Naja, also nichts wie hindurch. Wir müssen uns ja noch diesen Weg hier durchbahnen. Hoffentlich schaffen wir das auch. Ja, noch langsamer bitte. Ja, ich hab's schon verstanden. Also hier sind die Gebiete wieder vollkommen identisch. Boah, Leute, man hätte das auch mal ein bisschen kürzer machen können hier, danke. Boah, Hilfe, man kann es auch wirklich umständlich machen. Na gut, Spieldesign ist manchmal nicht einfach, ja, ich verstehe schon. Wir hatten gehofft, dass sie kommen würden. Ich fürchte, Falco hat uns verlassen. Die Navi haben ihr Dorf hoch oben auf der Felswand errichtet. Es ist zu gefährlich, mit unseren Skorpionen anzurücken. Wenn wir die Wand zum Einsturz bringen, können wir Luftunterstützung anfordern. Battista hat ein paar Sprengladungen abgeworfen. Seine großen Jungs, wie er sie nennt. Ich komme dem nicht nahe. Aber wenn Sie ihm vertrauen sollten, dann könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. Sprengen Sie die Wand und legen Sie los. Luftunterstützung ist unterwegs. Machen wir. Also, wenn man nicht herum kann, suchen Sie Sprengsätze, sodass Sie die Felswände sprengen können und die Luftunterstützung den Pass durchqueren kann. Machen wir. Ach so, davor aber erstmal ein Level-Up. Alles klar. Was haben wir jetzt Neues? Neue Rüstung. Ah ja, so sehen wir dann also aus. Panzerung. Das ist die derzeitige. Ja, die hat was, oder? Die hat auf jeden Fall was. Also. So, aufheben, aufheben. So, neues Ziel. Navidorf erreichen. Das heißt, dass ich hier durch muss. Irgendwo. Ah, ich hätte gern meine Munition aufgeladen. Warum gibt's das hier nicht? Warum kann ich hier keine Munition aufladen? Was ist das für eine Frechheit? Na, irgendwo wird sich schon so ein Teil finden, denke ich. Aber wisst ihr was? Ich mühe mich hier nicht ab. Kümmert euch mal um die anderen. Ah, da können wir erstmal Munition nachladen. Sehr schön. Okay. Achso, das sind die Knatterpanks. Ups. Na, die brauche ich nicht. Einfach hier wild hindurch. Einfach wild hindurch. Weg hier. Ausweichen. Per Ausweichbewegung kommt man hier schnell durch. Da verschwimmt zwar die Sicht immer ein wenig, aber naja, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Nein, 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 nein. Ach. Okay. Unachtsamkeit for the win, ne? Ja, komm, lad schneller. Ich will hier endlich durch. Ich will dieses Spiel endlich hinter mich bringen. Also es hat auch gute Seiten, aber man kann es auch langsam in die Länge strecken. Deswegen reicht's langsam. So. Aufpassen beim nächsten Mal. Und dann sollte da auch nichts schief gehen. So. Vorstürmen. Na gut. Daneben nicht. So. Aua, was war das denn jetzt schon wieder? Das war auch irgendwas Gefährliches. Aber wie dem auch sei. Lasst mich durch. Lasst mich... Leute! Reicht's hier langsam mal? Das ist ja unerhört. Ja, geh weg. Gehst du weg. So. Dich müssen wir mal ganz schnell erledigen. So. Ach du Hilfe! Nein, weg! Oh Gott. Warum ist mein Heal nicht ready? Okay. Heal ist ready. So, wo haben wir den nächsten Waffendings? Nachfüll? Etwas? Nirgendwo. Na schön. So. Boah, das war ein brutaler Treffer. Das war wirklich ein ganz brutaler Treffer. Aber ich treffe brutal zurück. Und hier fülle ich erstmal meine Munition auf. Zellproben. Okay. Weg da. Einfach weg. Ich will hier nur durch. Nur als durch. Schnell hindurch. Oh. Ah, die Musik, die hat schon eine gewisse Epicness, oder? Findet ihr auch? Ja, ne? So, dann gucken wir doch mal. Hier ist einer, der könnte ein bisschen Erfahrung gewähren. So, das bisschen Erfahrung nehmen wir mit. Ich werde beschossen.
Ich werde ganz klar beschossen, aber egal. Ein wahrer Held guckt nicht nochmal nach hinten. Nicht bei Explosionen und auch nicht, wenn Schüsse auf ihn fallen. Nö, das ist lahm. So, ich wurde zum Glück nicht erwischt. Ach du Hilfe, nein, gehst du weg? Hier hoch. Oh, Munition nachfüllen. Sehr schön, wird gemacht. So, Röms, nach hinten geschleudert. Okay, die Navi abwehren. Das müssen wir jetzt in dieser Zeit hier erledigen. Alles klar. Hier an diesem Platz mussten wir auch schon mal uns, glaube ich, erwehren, oder? Ah, die schlagen aber ganz heftig zu. Ach so, das bedurfte noch keiner Heilung, aber egal. Lass mal hier was erledigen. Naja gut, das ist ein fester Timer, da können wir jetzt nichts machen. Aber überall fliegen hier die Fetzen, oder? So. Rums. Ach Gott. Schwierig, schwierig. Ja, lad nach, danke. Und das bitte heute noch. Lad. Warum macht das manchmal nichts? Das ist manchmal komisch, da kommt kein Befehl an. Und dabei bin ich ja nicht in einem MMORPG, wo die Eingabe verzögert sein kann. Wo war denn jetzt hier das Nachfüllteil? Das haben die doch nicht etwa zerstört, oder? So, ich will nur ganz schnell hier nachfüllen. Ich bin wieder drin, hier in diesem Bereich. Also keine Angst. Achso, nee, das ist ja einer von uns. Ups. So, wo geht's weiter? Hier gibt's noch ein paar. So, die seien erledigt. Naja, noch nicht ganz. Aber jetzt, komm. Okay, wunderbar. Sind es ja immer noch 2 Minuten, die wir hier durchhalten müssen. Ach, hier gibt es ja was zum Nachfüllen. Umso besser. Weg. Ja, genau. Es hat dich nicht getroffen. Nachfüllen. So, komm. Du musst erledigt werden. So, wo sind die nächsten Avatare? Wo sind hier noch welche? Ah ja, da. Es finden sich immer welche. Aber genau das hatten wir auch, als wir die Navi gespielt haben. Oh, was die mittlerweile aushalten. Also ich schieße hier ja ohne Ende drauf. Und verfehle. Runs. Okay. Erledigt. Wo ist der Natterwolf? Ach, hier haben wir noch ein paar Gegner. Dann wird ja umso besser. Da können wir mal ganz schnell nachfüllen. Nachfüllen, genau. Nachfüllen, genau. Wir müssen die Munition nachfüllen. Rums. So, jetzt macht euch mal hier weg. Ja, diese Flugphysik ist schon ein bisschen strange, aber okay. Das sehe ich ein. So, der nächste Wart erledigt. Haben wir jetzt schon die Maximalstufe erreicht oder warum passiert da nichts? Und warum kriegt er keinen Schaden? Da schießt du drauf und drauf und drauf und was passiert? Nichts. Rein gar nichts. Aber wie gesagt, tut mir eigentlich leid, diese Kampagne hier zu spielen. Aber naja gut, da kommt man halt nicht drum herum, ne? Wenn man halt alles zeigen will. So, okay, erledigt. Nicht mehr lang. Wieso hat er jetzt so viel Schaden bekommen? Wie viel Schuss habe ich denn noch? Nicht mehr viele. Oh, oh. Ich habe auch nicht mehr viel Leben. Das ist Fakt. So, Munition nachholen. Jetzt müssten wir es ja geschafft haben. Gucken wir mal. Okay, da ist die Verstärkung. Ziel erreicht. Gut, Ziel erreicht. Na dann werden wir das hier jetzt sprengen. Und dann werden wir doch hoffentlich in den letzten Bereich kommen. So, hier noch. Und Abstand halten. Ja, das sollte reichen an Abstand. Hoffe ich zumindest. Und dann bringen wir hier das endlich zu Fall. Hä, was war denn das jetzt? Ach so, hier noch. Na gut, sprengen wir das auch noch. Ach so. Okay, hier muss irgendwo auch noch was sein. Ach
so, das ist der Sicherheitsabstand. Alles klar, jetzt habe ich verstanden. Siehst du, die können so schön aus der Luft ballern. Man selber kann das nicht. Das ist unfair. Das ist nicht nett, lieber Entwickler. Gut, wollen wir weiter voran. Es geht doch. Jetzt kommen wir an die Blauen ran. Falco ist auf dem Weg zum Seelenbrunnen. Nehmen Sie den Drachen. Sie müssen ihn aufhalten. Machen wir. Also Koda, kehren Sie zum Drachen zurück und fliegen Sie zum Seelenbrunnen. Machen wir. Machen wir, natürlich. Ohne Probleme. Ach so, das ist die Abkürzung, natürlich. Deswegen konnten die ja auch hierher kommen. Ja, das sieht schon anders aus. Das sieht wirklich ganz anders aus, als wir das mit den Navi gemacht haben. War vielleicht doch mal gut, hier die RDA zu wählen, um mit denen das zu spielen. Ja, auf jeden Fall ist es mal interessant zu sehen. Aber schmerzt trotzdem, sie so leiden zu sehen. Okay. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen dort rüber. Nein, weg hier. So. Ab in die Luft. Ab in die Luft. Okay, dann hier lang. Ah, das Ding fliegt sich nur ein bisschen langsam, aber das ist ja nicht schlimm. Hier können wir weiter. Okay, wir können uns hier den Weg frei meißeln. So könnte man es sagen. Ja, genau. Man meißelt sich den Weg frei. Wir meißeln den Weg frei. Navi und RDA banken. Aber doch, wir müssen jetzt ziemlich am Ende sein. Doch, das sollte so ungefähr klappen. Ah, wir sind angekommen. So, und nun? Jetzt sind wir hier angelangt. Aber ich verschiebe das doch auf den nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von James Camerons Avatar sieht man sich.